Meine auch wichtige Frage: Welche Adventskalender in dieses Jahr euch am meisten interessiert? Hallo ihr Lieben, es kommt jetzt neue Catrice Produkte in Drogerie und ich freue mich, das erste schon ich könnte bei der EM direkt gestern kaufen. Ich habe natürlich eine Lidschatten neue Palette mitgenommen und weil ich nicht entscheiden könnte, ach, die sind beide so wunderschön, deswegen heute zwei Blushes, wir werden mit euch zusammen testen. Entschieden, ganz schnell durch Lippenstift auftragen, weil normalerweise der passt fast für jede meine Augen Make-up und ich bin sicher, für diese Lidschattenpalette im Nude Farbnuancen würde perfekt passen. Übrigens, das ist mein Lieblingslippenstift auch von Catrice, aber aus dem noch aktuellen Sortiment Vegan Kollagen im Nummer 010. Diese Lippenstifte von Catrice, ich liebe so sehr. Wunderschöne Farbe, matte Finish, aber mit natürlichem Glow und dadurch macht Lippen mehr volumig, mehr volle. Natürlich, ich wollte mit euch erstmal Swatches von dieser sehr pur nude neue Lidschattenpalette machen. Normalerweise diese nude Farbe hat mich nie beim Catrice besonders interessiert, aber dieses Mal, ich denke, hat auf mich neue Design Einwirkung gemacht. Ja? Natürlich, ich habe sofort direkt Swatches im Laden gemacht und war sehr überzeugt. Ich würde euch paar Swatches auch zeigen. Unfassbar schöne cremige Textur. Hier erste Swatches. Wie ihr seht, Pigmentierung und Farbabgabe ist wunderschön. Pigmentierung, Farbabgabe, Qualität ist so hoch. Ich bin tatsächlich sehr begeistert und selber die Farben sind so wunderschön. Ich liebe Catrice Marke. Es ist meine allerlieblings Drogerie Marke, ehrlich gesagt. Auf meinem Lid, ich habe keinen Primer heute benutzt, extra. Ich habe nur Concealer mit Puder gesettet. Ich starte mit diesem matte, helle Farbton, lasse ich als Base auf dem ganzen beweglichen Lid auftragen, damit die anderen Farben lassen sich noch feiner, noch schöner auszublenden. Das wird meine pudrige, sagen wir, Base. Man sieht ganz deutlich Unterschied, dass Haut an diesem Auge ist mehr glatt geworden und gleichmäßige Farbe habe ich bekommen. Deswegen, ich finde, wir sind auf dem richtigen Weg. Lidschattenpalette hat insgesamt 8 Farben, davon 4 matte und 4 mit Schimmer. Diese große matt, helle, braune und dunkelbraune sind matt. Als nächste, ich nehme diese helle, matte, braune Farbe. Natürlich drücke ich immer erstmal in meine Hand und trage in meine Augenfalte. Pigmentierung gefällt mir tatsächlich sehr gut, selber auf den Augen. Ihr seht, dass man könnte super ausblenden. Diese matte Farbe, wir haben sehr viel Produkt und die Farbe selber hat eine taub, also kalte diese Farbunterton. Ich könnte mir vorstellen, hat Catrice das extra gemacht und so viel Produkt von dieser Farbe gemacht, dass man könnte als Contouring verwenden. Wollte ich das ehrlich gesagt mit euch zusammen ausprobieren. Ich habe ein bisschen Bronzer auf meine Wange und Stirn gemacht. Wow, das ist tatsächlich perfekte Contour-Produkt. Klasse. Ja, tatsächlich. Man könnte diese Lidschattenpalette auch als Face-Palette wahrscheinlich benutzen. Lässt sich auch wunderschön einfach auszublenden. Natürlich auf jeden Fall erstmal die Farbe aus der Palette. Man sollte mit dem Pinsel auf der Hand drücken, ja, damit diese kleine pudrige Textur sitzt zwischen Härchen und man nicht sofort sehr viel Produktabgabe auf dem Gesicht bekommt. Dann würde ich tatsächlich jetzt damit mein Gesicht konturieren. Super Farbe und wenn ihr würdet auch diese Lidschattenpalette für sich kaufen, könnt ihr euch nur empfehlen, als Contour auch ausprobieren. Ich nehme die dunkelste matte braune Farbe aus dieser Palette und setze in meinen Außenwinkel. Wenn ihr wolltet mehr intensive Pigmentierung, dann natürlich mit dem flachen Pinsel, das geht am besten.
Als nächstes, ich nehme diese Farbe. Auch davon ist sehr viel Produkt und das ist mit Satin Finish. Mit einem flachen Pinsel, ich würde auf meinem beweglichen Lid weiter auftragen. Fantastische Pigmentierung, fantastische Farbabgabe. Ich könnte euch zeigen, wie das sieht mit dem Finger, wenn ich würde das auftragen. Ja, natürlich wie immer wurde die Farbe mehr intensiver, die Schimmer wird mehr intensiver leuchten. Schaut ihr, ich habe noch nichts ausgeblendet, aber es lässt sich von allein schon eine Farbe im andere sehr fein und schön auszublenden. Mit dem flachen Pinsel, ich wollte diese Gold Champagner, diese Farbe ausprobieren mit Schimmer, mit dem Satin Finish. Setze ich weiter in meine innere Winkel auf, um die Farbe mehr abbekommen, um Intensivität verbessern. Man könnte natürlich Setting Spray verwenden. Und dann das gleiche Farbe Gold Champagner trage ich jetzt weiter in meine Inner Corner. Fantastische Farbkombination. Die Farbe sieht super aus, ja, es ist nicht diese gelbige Farbe, es ist tatsächlich eine Gold-Champagner-Farbton. Um einen schönen Farbverlauf, ich benutze Pinsel extra für auszublenden. Übrigens seht ihr, das ist mehr so smoky, hier habe ich mit dem Pinsel die Grenze ausgeblendet, aber hier habe ich noch nicht. Und welche Variant euch gefällt? Also mir persönlich, ich denke, gefällt doch diese Variant, wo man noch mehr intensiv die Farbe sehen könnte. Ich denke, diese Variant ist schöner, oder? Also das ist so Katzenlook, ja? Ich denke, dann lasse ich diese Augen so, außen nur präzise, ich würde diese Grenze ganz, ganz leicht ausblenden. Dann gleiche diese braune Farbe, ganz dunkle, matte, ich trage außen Winkel auf dem unteren Wimpelkranz, aber nur ein bisschen hier, nicht so weit nach innen. Ganz leicht würde ich diese Farbe unten ausblenden. Als nächstes, ich wollte benutzen diese matte braune Farbe, aber natürlich ist heller als diese ganz dunkle Braun. Trage auf meine untere Wimpernkranz weiter nach vorne mit einer breiten Linie. Mit dem Stiftpinsel, ich würde diese ganz helle mit Schimmer Highlighter Farbe in meine Inner Corner aufsetzen. Okay, wow. Das ist ja Pigmentierung, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Wunderschön. Also damit ist natürlich viel einfacher arbeiten. Ich verblende diese ganz helle Farbe mit Satin ein bisschen weiter in meine matte Farbe. Richtig gut. Also dann probiere ich diese Farbe als Highlighter unter meine Augenbrauen auftragen. Ich hoffe, das wird nicht so intensiv. Deswegen erstmal auf meine Hand abdrucken. Oh, das ist. Also muss man tatsächlich aufpassen. Mit dieser Pigmentierung habe ich nicht gerechnet. Aber es ist so eine wunderschöne Qualität. Mega, ich muss das ein bisschen auszublenden, weil es war von Anfang doch ein bisschen für mich zu doll, aber jetzt sieht das gut aus. Okay, wir probieren natürlich diese Farbe dann auch als Highlighter auf meine Wange auftragen, aber erstmal mit Mascara. Ich habe keine neue von Catrice gekauft, ich habe so viel, aber natürlich, wenn euch interessiert, dann schreibt mir einen Kommentar. Ich bin sicher, dass Catrice wird sehr viele verschiedene Varianten rausbringen. Ich wollte euch zeigen, zweite Variante mit dem Augenkajal auf der Wasserlinie. Jetzt mit brauner Augenkajal, also. Was sagt er dazu? Ich habe natürlich auch meine benutzt, weil von Catrice habe ich keine. Okay, weiter Blush. Und ehrlich gesagt, für mich ist nicht weniger interessant als Lidschattenpalette, weil ich einfach nur Blushes mag. Und von Catrice auch so sehr. Also das ist die neue Variante und ich habe in Farbe 030 Rosy Love und 010 Coral Sky. Okay, ich würde an dieser Seite Nummer 030 Rosy Love erstmal ausprobieren. Ich habe im Laden diese Farbe geswatcht und hat mir tatsächlich sehr gefallen, diese Swatch. Ich weiß, dass viele von euch mögen diese Farbe, weil das ist genau diese Farbe, die gibt
einen frischen Look, erfrischenden Effekt. Und ich denke, das sieht man und mir gefällt dieser tatsächlich leichte Glow, leichte Satin-Finish. Man sieht grobe Schimmerpartikel überhaupt nicht. Also das sieht tatsächlich sehr, sehr schön aus. Gefällt mir richtig gut. Also jetzt, ich denke, man sieht diesen Unterschied. Und mir gefällt, dass es nicht so stark pigmentiert. Deswegen, man bekommt nicht sofort diese Boom, ein Fleck auf dem Haut. Das ist übrigens, ich denke, der Grund, warum viele haben Angst vor den Blushes, weil, ja, die denken dann, die können falsch auftragen oder zu doll auftragen. Aber mit diesem Qualität, mit diesem Pigmentierung, ich denke, ihr müsstet keine Sorge machen. Wie ihr seht, das lässt sich sehr fein auftragen, aufbauen, ausblenden. Es geht von allein sehr einfach. Normalerweise, wenn ich benutze ein Blush, ich trage auch ein bisschen auf meinem Stirn über den Augenbrauen, damit die Farbe sich ein bisschen wiederholt und dann sieht das mehr so natürlich und harmonisch aus. Erstmal auf jeden Fall, ich mache den Pinsel sauber. So, Nummer 010, Coral D, und das ist tatsächlich eine korallige Ton. Ich würde für euch doch Swatches machen und eine neben andere auftragen, damit ihr ungefähr doch Unterschied sehen könnten. Also ich mische alle Farben zusammen. Wunderschöne, natürliche, leichte Korallunterton. Nicht so intensive diese Orangefarbe, also auch sehr erfrischende Farbe. Jetzt man sieht ganz deutlich Unterschied zwischen beiden Farbtonen und diese wunderschöne Satin-Finish, diese wunderschöne Glow ohne grabe Schimmerpartie. Ja, und das gleiche mache ich auch mit dieser Korallfarbton Blush. Ich gehe mit dem Pinsel auf alle Farben, mische ich ein bisschen zusammen. Ihr seht, wunderschöne Farbnuance. Schaut ihr, nicht so stark pigmentiert. Blendet sich von allein sehr schön aus. Ganz ehrlich, mir gefällt beide. Übrigens, die dritte Variante, was man könnte jetzt bei DM kaufen, hat mir auch sehr gut gefallen, aber ich habe mich ein bisschen erstmal gebremst. Ich bin sehr begeistert von Qualität, von diesem leichten, tatsächlich eher Glow-Finish von Farben. Sieht sowas natürlich aus. Es ist High-End-Qualität. Absolut. So wunderschöne Farbe. Es könnte euch nur empfehlen, auszuprobieren. Fängt ihr vielleicht mit einer Farbe an. Man sollte natürlich beim Blushfarbe sich auf der Farbe von Lippenstift orientieren, damit die zusammenpassen. Ich habe gefühlt, dass die beide Seiten für meine Lippenstift heute passen. Welche euch gefällt? Na, schreibt mir einen Kommentar. Ich versprochen habe, aus dieser Lidschattenpalette auch diese Farbe als Highlighter auf meine Wange ausprobieren. Ehrlich gesagt, wenn ihr braucht nicht so viel Highlighter, dann natürlich diese Blush funktioniert auch als natürliche Highlighter. Man sieht das, ja, meine Haut hat wunderschöne natürliche Glow, aber so machen wir das akkurat, weil Pigmentierung wir kennen schon. Oh ja, ja. Das ist tatsächlich eine wunderschöne Highlighter. Übrigens, ich gucke jetzt auch im 3D-Spiegel ab und zu. Nein, keine große Schimmerpartikel. Überhaupt nicht. Okay, dann ein bisschen hier über den Augenbrauen. So wie ihr seht, ich versuche das noch ein bisschen mit meiner Haut hier ausblenden, damit ich nicht so viel Pigmentierung hier ausbekomme. Bin sehr zufrieden. Ich bin richtig gespannt, was ihr sagt mir, ja, was ihr schreibt mir im Kommentar. Meine Meinung zu dieser Lidschattenpalette. Wenn ihr keine noch Nude in diese Farbnuancen Lidschattenpalette zu Hause habt, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen. Die ist tatsächlich sehr praktisch, meiner Meinung nach. Als Lidschattenpalette man könnte benutzen, als Facepalette, und zwar die ist klein. Man könnte die unterwegs mitzunehmen. Das ist Basepalette, würde passen für jede Augenfarbe. Wenn ihr aber wie ich zum Beispiel
Beispiel eine Natasha Denona Glam Lidschattenpalette habe, die hat auch diese nude, sehr ähnliche übrigens Farbe, dann natürlich diese Palette braucht ihr nicht, ja, das ist schon klar. Und bin gespannt, wenn ihr etwas aus diesem neuen Sortiment schon etwas für sich gekauft habt, was hat euch jetzt auch gefallen, welche Blush Farbe euch gefällt, und ich freue mich auf eure Daumen nach oben für dieses Video. Und wenn ihr wolltet keine neuen Videos verpassen mit nächsten Produkten, weil jetzt langsam zum Herbst geht und es kommt noch Essence, neues Sortiment und natürlich Adventskalender soll im September wahrscheinlich erste kommen. Könnte sein, dass am Ende August, deswegen meine auch wichtige Frage, welche Adventskalender in dieses Jahr euch am meisten interessiert. Schreibt mir einfach nur einen Kommentar, zum Beispiel, ja. Nivea, Maybelline, oh Gott, Maybelline war letztes Jahr, wow. Ich hoffe, dass die werden in dieses Jahr was doch lernen und was Gutes rausbringen. L'Oreal, also schreibt mir bitte, ja. Einfach nur Namen, welche Adventskalender euch interessiert, damit ich für euch würde kaufen und natürlich zeigen. Ansonsten, danke schön für's Zuschauen und wir sehen uns ganz bald. Eure Nathalie. Ciao.